wie viele Atheisten es gibt. Man kann sagen, 47% der Deutschen glauben in einer Weise an Gott, aber auch das sind so ungefähre Erhebungen. Und wie schwierig es ist, zumindest Gläubigkeit mit Kirchenangehörigkeit zu messen, das wird aus zwei Hörern deutlich. Der eine hat geschrieben, Gerd aus Renningen: Ich bin nicht in der Kirche, aber gläubig, mit einer langjährigen Kirchengemeinderätin, aktiver Christin verheiratet und einer meiner Töchter ist Pfarrerin. Also nicht in der Kirche, aber gläubig, und das Umgekehrte gibt's auch. Hier ist Olaf Koch aus Kempten. Ich wäre in der Beziehung auch ein Atheist, weil ich nicht an Gott glaube, aber ich bin trotzdem weiterhin in der evangelischen Kirche, weil ich sage mir, Kirche ist eine gute Institution, aber ich muss deswegen ja nicht unbedingt an Gott glauben, dass ich in der Kirche bin. Danke, tschüss. SWR1, der Abend. Eine religiöse Welt ist unterm Strich gefährlicher als eine gottlose Welt. Davon jedenfalls sind eingefleischte Atheisten überzeugt. Und sie illustrieren das gerne anhand eines Plakats. Da steht drauf: Imagine there's no religion. Stellen Sie sich eine Welt ohne Religion vor. Und daneben sieht man auf dem Plakat ein Foto von der Skyline von New York mit den Türmen des World Trade Centers. Ein sehr provokatives Bild, und die ganze Auseinandersetzung, also auch das Auftreten der Atheisten, die jetzt durch Deutschland getourt sind mit ihrem Bus, zeigt ja zumindest eins: die Leute setzen sich immer mehr mit Religion auseinander, in welche Richtung sie auch dann immer tendieren. Das hängt mit Migration zusammen, haben wir vorhin gehört, das hängt vielleicht eben auch mit den Auseinandersetzungen mit dem Terrorismus zusammen. Und jetzt nochmal die Frage an Reinhard Hempelmann, Leiter der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Sie haben ja vorhin gesagt, der Atheismus hat einerseits zugenommen, andererseits aber auch eben neue religiöse Bewegungen. Das heißt, insgesamt würden Sie sagen, das Spektrum religiöser Einstellungen ist breiter geworden? Die Zahl derer, die sich als konfessionslos verstehen, ist in den letzten Jahrzehnten nicht geringer geworden, und es gibt gleichzeitig eine neue Aufmerksamkeit für Religion. Das sind zwei Prozesse, die gleichzeitig laufen. Wichtig scheint mir nur zu sein, darauf hinzuweisen, dass feste Bindungen und eine wirklich, ich sag mal, überzeugte Mitgliedschaft in atheistischen Verbänden eigentlich nicht zugenommen hat. Also die Zahlen, die da vorgewiesen werden können, sind äußerst gering. Und es gab Zeiten im 20. Jahrhundert, wo die Mitgliedszahlen in atheistischen Verbänden entschieden höher waren als heute. Aber haben dann die Atheisten nicht in dem Punkt recht, wenn die Gesellschaft so viel vielfältiger geworden ist, was die Religion angeht, dass die Kirchen dann eigentlich noch aus den Traditionen heraus zu viel Macht haben bei uns, dass sie zu viel in Gremien sitzen, dass sie zu viel auch zum Beispiel die einzigen Betreiber von Kindergärten in den Dörfern sind und dort auch dann entsprechend natürlich nur konfessionell eingestellte Erzieherinnen eingestellt werden? Also dem widerspreche ich sehr deutlich, denn wir haben ja in Deutschland eine Situation, in der immerhin circa 2/3 der Bevölkerung unseres Landes Kirchenmitglieder sind. Die meisten gehören entweder zur römisch-katholischen Kirche oder zu den evangelischen Landeskirchen. Diese Situation ist ja doch relativ stabil, und wir können darauf verweisen, dass viele Menschen diese Nähe zur Kirche, natürlich gehen vielleicht nicht alle sonntags in den Gottesdienst, aber sehr viele Menschen, die in unserem Land leben, suchen diese Nähe zur Kirche, und viele, die Kinder haben, schicken ihre Kinder sehr gerne in einen evangelischen Kindergarten, und evangelische Kindergärten sind ja nun nicht Kindergärten, die jetzt andere pauschal ausschließen, und selbstverständlich steht anderen Religionsgemeinschaften der Weg, entsprechende Angebote etwa im Bereich von Kinderarbeit oder Jugendarbeit zu machen. Dieser Weg steht anderen Organisationen ja auch offen, und die Kirchen vertreten da ganz klar natürlich die Position der Freiheit in der Religionsausübung, zu der selbstverständlich auch die Freiheit gehört, keine Religion haben zu müssen. Aber die Kirchen haben diese Angebote der Gesellschaft zu machen, und sie zeigen damit ja auch, dass sie sich nicht ausschließen aus den gesellschaftlichen Diskursen, sondern dass sie sich versuchen einzubringen. Reinhard Hempelmann, Leiter der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin. Zwei Wochen lang tourte der Bus durch Deutschland, der versucht hat, den Atheisten eine Stimme zu geben mit provokanten Sprüchen. Wir haben ihn vorhin schon gehört, wie: es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott. Es gab Leute, die haben daran Anstoß genommen an dem Bus. Es gab aber Leute, die sind extra hingereist, als sie gehört haben, er kommt. Zum Beispiel diese Frau, extra von Schwäbisch Hall ist sie nach Stuttgart gefahren, um bei diesem Besuch einen Besuch abzustatten.
Die Sache hat mich interessiert, die Sache betrifft mich auch persönlich, weil ich immer wieder feststelle, dass ich, wenn ich sage, ich glaube nicht, angegriffen werde. Also ich habe mir jetzt vor kurzem anhören müssen, dass mein armes Kind nicht getauft wird und deswegen gottlos aufwachsen muss. Man stößt sehr häufig, gerade von christlicher Seite, auf Intoleranz, wenn man nicht glaubt. Und viele Christen nahmen tatsächlich Anstoß an diesem Bus. Sie sehen sich vielleicht in ihrer eigenen Religiosität gefährdet, vielleicht finden sie es auch gotteslästerlich. Aber was ist davon zu halten von dieser Aktion? Dazu der Kommentar von Holger Gohler aus unserer Redaktion Religion, Kirche und Gesellschaft. Nur weil ein roter Bus geschartert von Atheisten 3 Wochen lang durch Deutschlands Städte rollte, muss man noch lange nicht rot sehen. Es gehört heute zu den Gesetzen unserer Mediengesellschaft. Wer öffentlich mitreden will, muss sich spektakulär zeigen. Das versuchen hin und wieder auch die Kirchen. Sie werben dann beispielsweise auf großflächigen Plakaten für den Schutz des Sonntags, möchten Spender für ihre Hilfswerke Caritas oder Diakonie gewinnen oder natürlich auch neue Mitglieder. Mit ihrer Buskampagne wollten säkulare Menschen zeigen, dass sie auch ohne Gott glücklich leben. Entsprechende Ansteckbutton können ab sofort bestellt werden. Bald ist auch eine neue Homepage freigeschaltet und neue Ideen für weitere Aktionen werden entwickelt. Das alles zeigt, die sogenannte atheistische Szene formiert sich. Gleichgesinnte vernetzen sich etwa über die Giordano Bruno Stiftung oder Webseiten wie Freigeister. Sie machen auf sich aufmerksam, um zugleich den Einfluss der Kirchen in die Schranken zu weisen. Dadurch geht keineswegs das christliche Abendland unter, noch ist die Existenz der Kirchen gefährdet. Die Frage, ob man ohne Gott glücklicher leben könne, spart selbst die Bibel nicht aus. Sie erzählt aber zugleich von Menschen, die den Glauben teilweise gegen alle augenscheinliche Vernunft gewagt und dadurch ein sinnvolles Leben gewonnen haben. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass sowohl für als auch gegen den Glauben per Werbekampagne zu Felde gezogen wird. Evangelikale hatten ja gleich die Idee abgekupfert und ihrerseits einen Christenbus ins Rennen geschickt. Nur sollten wir fair miteinander umgehen. Ein Monopol fürs Glück oder gar für die richtige Religion hat niemand, allen Wahrheitsansprüchen zum Trotz. Die Kirchen sind längst dabei, sich auf diese Lage einzustellen und haben ihre Mission geändert. Schon auf den Marktplätzen der Antike wurde über die Wahrheit heftig diskutiert. Selbst der Apostel Paulus nutzte die Gesprächssituation für seine Mission. Dabei geht es nicht um fragwürdige Gottes- oder Gegenbeweise. Beides ist, redlich gesprochen, nicht zu leisten. Erst wenn der Dialog zwischen Gläubigen und Ungläubigen nicht mehr möglich ist oder beide Seiten sich gar gegenseitig bekämpfen, dann muss man tatsächlich rot sehen. Denn Intoleranz hat schon immer einem friedlichen Miteinander geschadet. In SWR1 der Abend war das der Kommentar von Holger.